Jetzt kriege ich aber Gänsehaut. Ich konnte mich nicht entscheiden, welches Bild ich jetzt hier zeige, weil ich gedacht habe, das ist unmöglich. Ich möchte doch gern was zeigen. Woher diese krassen geraden Linien kommen. Wenn ich den Glasträger anschaue, man könnte sagen, da ist ein Kratzer drin oder so. Ich habe solche Situationen schon gehabt, wo ich wirklich dann meinen Wassertropfen wieder weggeputzt habe und das Glas unter dem Mikroskop angeguckt habe, in der höchsten Vergrößerung, um das als Kratzer im Glas identifizieren zu können. Nein, ist so einfach entstanden. Gerade bei dieser Pilgerprobe immer diese komischen Linien. Und, also, ja. Und drumherum. So ein Ansatz von so einem Heiligenschein. Ja. Das war's. Ja, die Ergebnisse von dem Mandala, die sind jetzt hier natürlich nicht mit dabei. Die kommen jetzt noch. Ich werde versuchen, das Ganze irgendwie in eine Form zu bringen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich da tatkräftig. Ich weiß noch keine Idee, wie wir das Ganze in einen Rahmen bringen können. Und es wäre schön, wenn wir uns da zusammentun. Also, diese Testerei hier ist, das ist wie Lotto spielen, muss ich zugeben. Wenn ich hier, so wie ich es hier gemacht habe, fünf Glasplättchen nehme und auftropfe und es ist so etwas dabei, was wir hier hatten, das ist wie Bingo. An manchen Proben bin ich anderthalb, 2 oder 3 Tage dran, bis ich mal so ein Bild habe wie hier. Also heute waren alle Geister mit uns, dass wir sowas hatten. Beantwortet die Frage nicht, ich weiß. Ich kann jetzt versuchen, die Mandala-Geschichte noch nachzuarbeiten. Gut, damit bin ich am Ende, bis auf einen Schlussgedanken, der ja schon rübergekommen ist, hoffe ich. Für mich ist Wasser immer mehr ein Gegenüber als Wesen. Und je mehr ich das für mich fokussiere, umso mehr habe ich das Gefühl, werde ich lebendiger, weil ich in Kontakt bin. Und so bin ich mit jedem von euch, ob ihr das nun wollt oder nicht, auch immer ein Stück in Kontakt. Ja? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.